Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe mir überlegt, dass wir dieses Mal über etwas reden, was mich selber sehr beschäftigt hat und es auch immer noch tut im Verlaufe der ganzen Jahre, als ich mein Buch geschrieben habe und jetzt auch immer noch daran arbeite. Und zwar würde ich heute gerne im ersten Teil drüber reden, was denn ein Overwriter ist und was ein Underwriter ist und wie man denn das ausbalancieren kann, beziehungsweise das Problem lösen kann, wenn euer Buch zu lang wird oder zu kurz wird. Also es gibt Overwriter und Underwriter und im Prinzip fällt fast jeder Autor da irgendwie so ein bisschen in eine von diesen beiden Kategorien. Ein Overwriter, also jemand, der zu viel schreibt, sage ich mal, ist jemand, ja, dessen erstes Manuskript dazu tendiert, wirklich sehr, sehr ausladend, sehr, sehr lang zu sein. Also oftmals halt voller Detail und Anhängsel und oftmals eben auch voller unnötiger Sachen ist, die eben dazu führen, dass das Manuskript unendlich lang wird und sich zieht, während man auf der anderen Seite den Underwriter hat, also jemand, der eher wenig bzw. zu wenig schreibt. Das ist jemand, der wirklich nur so das Skelett der Story schreibt, so Bare-Bone-Story, einfach nur das Nötigste, sage ich mal, da hat, wo dann aber eben im Vergleich zum Overwriter, wo beim Underwriter eben das Detail eher fehlt und dann wirklich dann nur sehr, sehr spartanisch, sage ich mal, dieses erste Manuskript geschrieben hat und das eben oftmals dazu führt, dass die Geschichte dann eben sehr kurz bzw. zu kurz oder sehr minimiert geschrieben wurde. Und ich habe mir überlegt, dass ich mich jetzt in der nächsten Zeit, in diesem Video und wahrscheinlich dann auch im nächsten Jahr mal damit beschäftigen kann, was denn ja, die Probleme da so sind beim Overwriter und beim Underwriter und wie man das eben lösen kann, wenn man sein Buch schreibt und merkt, okay, mein Buch ist viel zu lang, da müssen einige Wörter raus oder oh, mein Buch ist nicht so lang, wie ich es gern hätte oder wie es eigentlich sein soll, was mache ich denn jetzt? In diesem ersten Teil, wie ihr es euch wahrscheinlich am Titel schon denken könnt, möchte ich mich mit dem Underwriter beschäftigen, also der, der zu wenig schreibt. Und ich versuche euch ein bisschen dabei zu helfen, wie ihr denn an die Sache rangehen könnt, wenn ihr merkt, oh, mein Buch ist wahrscheinlich zu kurz, was mache ich jetzt? Mein erster Tipp wäre erstmal, guckt euch erstmal die genaue Struktur eurer Story an und wie eure Story, so der Storyverlauf eurer Geschichte ist, weil das habe ich bei mir vor allen Dingen am Anfang gemerkt. Bei mir ging es oftmals gerade am Anfang viel zu schnell. Also es wurden Sachen, kamen einfach zack, 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 zack. Und es gab einfach nicht so schöne, ich sag mal, flüssige Überleitungen, dass das alles natürlicher erschien. Und es hat da irgendwie sowas für den Leser gefehlt, dass der sich da so ein bisschen mit reindenken konnte und in der Story mitgehen konnte und verstehen konnte, okay, so sind wir jetzt von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C gekommen. Also schaut, ob ihr in eurer Story auch wirklich alles gut genug erklärt habt, ob es verständlich ist, das, was gerade in der Story passiert, macht es für den Leser Sinn, wie die Charaktere oder wie die Story gerade von diesem Punkt zu diesem Punkt gekommen ist. Was passiert dazwischen? Nicht, dass ihr da irgendwie so einen Skip einfach habt, wo sich der Leser vielleicht denkt, okay, wie sind die Charaktere jetzt zu diesem Entschluss gekommen oder wie sind die jetzt von A nach B gekommen? Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen gehabt, wie das gerade verlaufen ist. Schaut also da, ob ihr vielleicht entdecken könnt, dass da noch irgendwie was fehlt, damit das einfach angenehmer zu lesen ist. Und scheut euch nicht davor, eben klar zu machen, was, wie, wo, wann in einer Story geschrieben wird. Weil ganz ehrlich, ich hab das dann lieber, dass mir nochmal deutlich gezeigt wird, okay, der Charakter ist von diesem Punkt zu diesem Punkt oder von dieser Entscheidung zu dieser Entscheidung gelangt durch dieses Denken. Also, weil der Leser ist nicht der Autor. Für den Autor macht es oftmals mehr Sinn, wenn Charaktere irgendwas beschließen oder wenn irgendwo in der Story was passiert, für den Autor ergibt das oftmals mehr Sinn, wo der Autor sich denkt, ja, es ist doch logisch, warum die das jetzt machen oder warum der Charakter das jetzt so denkt oder gefühlt hat. Aber für den Leser ist das vielleicht nicht immer so deutlich.
Und das bringt mich eben gleich von eben so Storyverlauf und sowas zu diesem Entscheidungsverlauf, vor allen Dingen was Emotionen angeht. Schaut, ob ihr emotional genug für eure Charaktere gemacht habt, ob ihr wirklich genug dafür getan habt, dass der Leser verstehen kann, wie euer Charakter sich fühlt, wie euer Charakter denkt, wie der Charakter Entscheidungen trifft oder Dinge erfährt. Weil, wie gesagt, der Leser will das meistens lieber hören, weil es ist auch einfach schöner zu lesen und einfach auch interessanter, wenn man erfahren kann, was im Kopf des Charakters passiert. Selbst wenn das in ganz offensichtlichen Situationen, gerade ich sag mal emotionalen offensichtlichen Situationen ist, wo man sich, okay, der Vater des Main Characters ist gerade gestorben, der Main Character ist sad. Muss ich jetzt da nicht irgendwie groß sagen. Aber stellt euch doch mal vor, wenn ihr ein Buch lest und ihr geht in diesen Main Character mit und ihr höchstwahrscheinlich wollt eher wissen, was mit dem Main Character los ist und ihr seid emotional in diesen Main Character verbunden. Wie soll sich denn der Leser dann fühlen, wenn sowas passiert? Wie zum Beispiel, ja, der Vater stirbt vom Main Character. Und dann wird mir nur gesagt, okay, der Main Character ist traurig. Ist dann ins Bett gegangen und nächster Tag war nicht ganz so toll. Das ist langweilig, das will keiner lesen. Man möchte emotional mit dem Charakter mitgehen. Ich möchte als Leser verstehen, was im Kopf des Charakters vorgeht. Was denkt dieser Charakter? Was fühlt dieser Charakter in solchen emotionalen Situationen? Schaut also hin, ob ihr bei euren Charakteren auch ja genug Emotionen, Gedankengänge geschrieben habt, dass es nicht zu trocken erscheint. Also selbst wenn es, wie gesagt, solche offensichtlichen Sachen sind, euer Charakter erfährt das vielleicht nicht so, wie der Leser unbedingt denkt, dass der Charakter das emotional erfahren wird, weil der Leser ist nicht der Autor. Der Leser kann nicht in den Kopf des Autors gucken und der Leser kann nicht in den Kopf des Main Characters gucken, es sei denn, uns wird gesagt, was im Kopf des Main Characters vorgeht. Und gerade wenn ihr auf so einer Gefühlsbasis oder Gedankenbasis schreibt oder wenn euer Charakter irgendetwas erfährt, vor allem wenn es irgendwas Neues ist, versucht euch daran zu erinnern, dass ihr fünf Sinne habt, die ihr beschreiben könnt. Und benutzt diese fünf Sinne. Das führt eben zu einem wieder dazu, dass es ja viel realistischer ist und dass der Leser sich da viel mehr drunter vorstellen kann und da viel verbundener ist. Und eben ist treibt auch diesen Word Count nach oben. Und es ist einfach immer sehr, sehr schön und einfach mehr engaging zu lesen. Vor allen Dingen, ich meine, stellt euch vor, wenn euer Charakter irgendwie eine neue Stadt besucht. Ich meine, was sieht der Charakter? Da könnt ihr die Architektur kurz beschreiben. Dann ist das vielleicht eine Stadt, die sehr, sehr, eine reiche Stadt, die sehr sauber und schön gehalten wird, dann riecht der Charakter vielleicht auch irgendwas, wie es in den Straßen vorangeht. Und dann, wenn die auf den Marktplatz kommen, dann riecht der Charakter vielleicht auf einmal, oh, da hat der Bäcker sein Brot oder da ist der Fischverkäufer. Also versucht da wirklich mit allen möglichen Sinnen in so oft ihr könnt zu arbeiten. Stellt euch einfach vor, wie ihr in solchen Situationen seid, wenn ihr irgendwo Neues seid oder wenn ihr irgendwo was Neues erfahrt. Ihr konzentriert euch ja nicht nur darauf, was ihr seht. Klar, das ist so das, was primär vorankommt, aber dann merkt ihr vielleicht auch, oh, da kann ich irgendwas Komisches riechen oder dann fasst ihr vielleicht irgendwo die Backsteinmauer von einem Haus an und ihr merkt, oh, das ist ein sehr grober Stein, das muss irgendwie ein sehr altes Haus sein oder irgendwie sowas. Seid euch also bewusst, ihr habt mehr als nur den Sinn, dass ihr sehen könnt. Der Charakter kann noch viel, viel mehr erfahren und ihr könnt dann noch viel, ja, ich sag mal, ausschweifender werden in dem Sinne und da viel mehr Engagement reinbringen für den Leser. Solche genaueren Beschreibungen können sich aber nicht nur auf Prosa und so weiter beziehen, sondern das wird auch im Dialog sehr wichtig. Weil bei Underwritern ist es oftmals, was Dialog angeht, so, dass der sehr, sehr simpel gehalten ist. Also das ist oftmals einfach nur so, hi, wie geht's dir? Sagte er. Ja, mir geht's gut, sagte sie. Also dass man wirklich einfach nur immer so dieses sagte sie, sagte er, erklärte er. Also da ist nicht viel Varietät
dabei. Und so ist Dialog ja im realen Leben nicht. Schaut also, dass ihr da irgendwie euren Dialog noch ein bisschen lebendiger gestaltet. Scheut euch nicht davor, hin und wieder mal ja, einfach eine Reaktion reinzuschreiben oder was der Charakter körpersprachenmäßig macht. Ich meine, ich stelle mir das immer gern so vor, wenn ich Dialog schreibe. Stellt euch vor, das wäre eine Szene in einem Film. Und wenn ihr eine gute Dialogszene in einem Film oder einer Serie seht, dann achtet ihr auch sehr stark nicht nur auf die Wörter, die gesagt werden, sondern auch, wie der Schauspieler in dieser Szene sein Gesicht und seine Körpersprache dem Gesagten anpasst. Und manchmal gibt es ja dann in Szenen, im Film oder in Serien Dialogmomente, wo vielleicht der Charakter im Dialog gerade nichts sagt, aber irgendwie eine Reaktion hat, wie irgendwie Augenbrauen gehen nach oben oder da ist einfach so ein Gesichtsausdruck oder die Körpersprache ändert sich, wo ihr so denkt, oh, das war ein cooler Moment, das sagt mir genau, was der Charakter gerade irgendwie gedacht hat oder gefühlt hat in dieser Situation. Also stellt euch vor, wie das im Film aussehen würde und dann bringt das auf Papier. Ihr müsst das nicht jedes Mal machen, bei jeder Zeile, die gesagt wird, aber gerade wenn es vielleicht irgendwas ist, wo ihr wisst, okay, da reagiert ein Charakter stark drauf oder das ist gerade was Aufmerksamkeit verdient, was gerade gesagt wurde, dann lenkt da ruhig auch die Aufmerksamkeit drauf. Schreibt, wie die Charaktere darauf körperlich reagieren. Schreibt ruhig hin, er stutzte und hob die Augenbrauen oder sowas. Dann weiß man gleich, okay, der Charakter ist gerade ein bisschen verwirrt, überrascht. Was ist da gerade los? Also da weiß der Leser ja gleich irgendwie, okay, da ist jetzt irgendwas. Ihr müsst das nicht unbedingt immer mit Körpersprache machen. Ihr könnt auch einfach versuchen, anstatt immer sagte er oder so weiter, benutzt ruhig auch mal andere Worte. Ihr müsst jetzt nicht für jedes Dialoganhängsel ein anderes Wort nehmen. Ich meine, sagte er, sagte sie, ist in Ordnung. Ich sage nicht, dass man das nicht benutzen sollte, aber gerade wenn ihr eine genaue Vorstellung irgendwie habt, wie gesagt, wenn es ein Film wäre, wenn ihr eine genaue Vorstellung habt davon, wie dieser Charakter jetzt in einem Film diese Zeile sagen würde, ob der die seufzt oder ob er die flüstert oder ob er die knirschend zwischen seinen Zähnen murmelt, dann schreibt das, weil dann hat der Leser eine genaue Vorstellung, wie diese Zeile gerade gesagt wurde und das. Allein das trägt schon Emotionen und Gefühle und Gedankengänge mit sich, wo der Leser vielleicht nicht sofort hundertprozentig, aber zumindest schon mal so einen Anstoß hat, wo er merkt, okay, das war gerade nicht unbedingt vielleicht eine normale Dialogzeile. Von Dialog und Charakteren, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass eure Charaktere sich ja irgendwo, wenn sie diesen Dialog halten und so weiter, befinden sie sich ja irgendwo. Und bei meiner Recherche ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass andere Writer vielleicht auch ein bisschen dazu tendieren, dass sie nicht unbedingt die Szene immer gut beschreiben. Also Setting fehlt manchmal. Also guckt auch gerade, wenn es eben solche Dialogszenen sind oder sowas, oder wenn euer Charakter irgendwo hinkommt oder was auch immer, stellt sicher, dass euer Leser in dieser Situation auch weiß, wo wir uns gerade befinden. Weil das ist mir auch schon beim Lesen von anderen Büchern aufgefallen, dass es Szenen gibt oder dass dazu Szenen gesprungen wird und dann unterhalten sich die Charaktere über irgendwas und dann steht er vielleicht, setzt sich hin und bla 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 und man merkt dann, ich habe keine Ahnung, wo in welchem Raum sich diese Charaktere gerade befinden. Ja, ich meine, man kann sich immer ein bisschen natürlich dafür entscheiden, okay, ich möchte dem Leser ja auch ein bisschen Freiraum in der Vorstellung lassen, der kann sich dann gerne vorstellen, wo auch immer die sein möchten, aber das kann auf die Dauer, finde ich, durchaus nervig werden, wenn nicht immer genau spezifiziert wird, wo wir und wann wir uns gerade befinden. Weil gerade das Wann stört mich manchmal wirklich, gerade wenn es vielleicht auch einen Time-Jump gab, der nicht ganz klar ist und wo das vielleicht auch nicht direkt angesprochen wird, aber man weiß als Leser, irgendwo war da jetzt was und es wird aber nie genau gesagt. Und das irritiert mich manchmal beim Lesen total, weil die ganze Zeit, während ich in diese Story lese, denke ich mir, okay, aber wann und wo befinden wir uns überhaupt? Story schön und gut, aber ich brauche ein bisschen Background-Kontext. Versucht da auch ein bisschen drauf zu achten, dass ihr da auch vielleicht nicht immer, das ist ja auch irgendwo, wie gesagt, eine Wahl, wie ihr das machen wollt, aber
ja, versucht zumindest hin und wieder, würde ich jetzt mal sagen, sicherzustellen, dass euer Leser auch weiß, wo und wann wir uns gerade in der Story befinden. Wenn ihr ein Buch schreibt, ist es ja höchstwahrscheinlich so, dass es ein Problem gibt, eine Aufgabe oder was auch immer, und das ist die Hauptgeschichte, das ist der Hauptfokus eurer Story. Also sagen wir jetzt mal, es gibt irgendeine Heldin und die muss den bösen Oberherrscher besiegen. Dann wäre das der Main Plot für euer Buch und das, worauf sich eure Story die meiste Zeit über fokussiert, womit ihr euch am meisten beschäftigt, was auch die Charaktere am meisten beschäftigt. Aber gerade wenn es ein längeres Buch ist oder beziehungsweise werden soll, versucht auch darüber nachzudenken, gibt es Subplots in eurer Geschichte, also sekundäre Stories in eurem Buch? Wenn nicht, solltet ihr vielleicht darüber nachdenken, ob ihr eine Art Subplot einführen wollt, weil zum einen bringt das einfach ein bisschen mehr Facetten für eure Charaktere, die sich dann mit mehr Zeug beschäftigen können und wir dann so mehr über die Charaktere erfahren. Und es hilft auch einfach, die Story, also euer Buch, noch ein bisschen spannender und vielfältiger zu gestalten. Und falls ihr schon einen Subplot habt, wollt ihr vielleicht nochmal darauf zurückgucken, um zu sehen, ist der Subplot gut genug ausgearbeitet? Weil das ist oftmals so, gerade wenn es so Romantic-Subplots sind, ist es oftmals so, dass diese sekundäre Story eben nicht gut genug ausgearbeitet ist. Dass sie nicht so viel Detail hat, nicht so viel Gefühl hat wie eben die Main Story. Und klar, der Subplot kann nicht so viel Platz in Anspruch nehmen wie der Main Plot. Deswegen ist es ja ein Subplot. Aber ihr wollt trotzdem darauf achten, dass dieser Subplot trotzdem genauso engaging und genauso wichtig ist, weil wenn es jetzt zum Beispiel so ein Romantic Subplot ist, wollt ihr ja nicht, dass der Leser sich dann am Ende denkt, okay, Main Story war geil, aber der Subplot, oh mein Gott, die Romanze kam ja sofort und hat sich einfach nur so entwickelt und da war gar keine Spannung und warum war das überhaupt da? Sowas wollt ihr ja wohl eher vermeiden. Also schaut bei euren Subplots, habe ich da genug Detail reingesteckt, habe ich das gut genug erklärt, weil der Subplot ist einfach wie eine Mini-Story in eurer großen Story, die ja oftmals dazu beiträgt, dass euer meistens Main Character eben noch ein bisschen mehr Struggle hat, noch ein bisschen mehr emotionale Probleme hat. So ein Subplot hilft eben oftmals dabei, nicht nur die Spannung aufrechtzuerhalten, sondern auch mehr so eine emotionale Bindung für den Main Character zu zeigen. Und Subplots können ja alle möglichen Sachen sein. Ich meine, Romantic Subplot ist wahrscheinlich so das bekannteste, wo man irgendwie ein großes Abenteuer hat, ein großes Fantasy-Abenteuer oder Sci-Fi-Abenteuer oder was weiß ich. Und dann lernt der Charakter im Verlauf der Story jemanden kennen und da entwickelt sich vielleicht nebenbei was. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Main Focus für die Story. Oder vielleicht passiert einem Familienmitglied oder einem Freund des Main Characters was und der Main Character muss dieses Problem, was er mit seinem Familienmitglied oder mit seinem Freund hat, nebenbei lösen. Vielleicht hat der Main Character irgendwo ja einen Konflikt mit jemandem, der im Verlauf der Story ausgearbeitet werden muss, damit die Main Story vorangehen kann. Also man kann da wirklich alles Mögliche einführen. Also scheut euch auch nicht davor, eure Subplots ein bisschen auszuarbeiten oder wenn überhaupt, wenn ihr noch gar keinen habt, sie auch einzuführen. Das wären meine Tipps für Underwriter. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen dabei helfen kann, euer Manuskript oder euren Wordcount oder was auch immer ein bisschen hochzuarbeiten. Ich möchte auch am Ende noch anmerken, dass euch nicht unbedingt dazu gezwungen fühlen solltet, euren Wordcount hochzutreiben, wenn es nicht unbedingt sein muss. Nicht jedes Buch ist unbedingt 50.000, 60.000, 70.000 Wörter lang. Vielleicht ist euer Buch kein Roman, sondern es ist eine Novelle, die dann 30.000, 40.000 Wörter hat oder sowas. Ihr müsst das nicht unbedingt machen, wenn ihr eure Story seht und denkt, okay, mit 40.000 Wörtern, es reicht, es ist kompakt, es macht Sinn, so wie es geschrieben ist, dann ist es halt so. Dann ist es vielleicht kein Roman, dann ist es eine Novelle oder wenn es noch kurz ist, ist es eine kurze Geschichte oder sowas. Aber wenn ihr euer Manuskript anguckt und denkt, okay, nein, nein, da fehlt wirklich noch einiges oder nein, es soll schon wirklich
ein Roman werden oder da muss noch einiges hinzu, weil ich noch nicht so zufrieden damit bin, wie es ist, dann hoffe ich, dass euch die Tipps, die ich euch jetzt gegeben habe, helfen konnten. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich freue mich wie immer über Kommentare, wenn es Fragen gibt, Anmerkungen zu diesem Video oder zu anderen Schreib- oder Literaturthemen, könnt ihr mir die auch wie immer gern unten hinterlassen. Ich freue mich da wie immer, wenn ich was lesen kann. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.